Genau, ich bin schon seit meiner Kindheit bin ich Liverpool-Fan. Ja, in England groß geworden. Da damals haben so viele Schotten da gespielt. Mein Vater ist Schotte und deshalb der Liverpool FC-Anhang von mir. Und du bist auch jetzt im britischen, ja, Geheimdienst, wollte ich schon gerade sagen. Genau, ich arbeite im britischen Konsulat, genau, und mache da ein bisschen Wirtschaftsförderung, versuche das schlechte Image vom britischen Essen hier auf den deutschen Markt ein bisschen zu ändern. Vom britischen Essen. Genau, richtig, Food and Drink Wie? aus England. Fish and Chips ist doch. Ja, nein, 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 das ist schon lange vorbei. Es gibt wunderbaren Käse, Chutneys und Fine Food aus Großbritannien. Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Ach so, das sind die Hauptaufgaben des britischen Konsulates inzwischen. Also meine Hauptaufgabe, ja, Wirtschaftsförderung. Wir denken an Brexit, ne? Wir müssen was tun. Ah ja, das stimmt, genau. Aber du warst auch schon hier bei Düsseldorfer Fußballvereinen tätig. Richtig, Erzähl ich habe mal. in der ganzen Jugend bei Fortuna gespielt und dann auch in der Amateurmannschaft unter Rudi Vojtovic damals. Da war der Ristic-Trainer der ersten Mannschaft. Und dann ja mehrere Vereine, SC West, Westen 04, Hilden Nord, Tuspo Richrath. Ja, das waren so einige Stationen von mir im Amateurbereich. Also im Prinzip ein Leben für den Fußball. Und jetzt als FC Liverpool-Experte und Fan hier tätig. Und es wird jetzt noch eine Gedenkminute geben, wie schon vor dem ersten Spiel. Genau. Kam es zu einer Panik im Block, 96 Tote und 766 Verletzte waren die Folge. Die Leute wollten eigentlich nur ein schönes Fußballspiel sehen. Bitte kurz einschalten, bitte. Ich danke Ihnen und auch ein gutes Spiel. Ja, also nochmal das Gedenken an dieses tragische Geschehen, was jetzt zwar schon viele Jahre zurückliegt, aber immer noch in den Köpfen präsent ist. Also wir freuen uns auf Borussia Mönchengladbach gegen den FC Liverpool. Das sind natürlich zwei fantastische Namen und Liverpool beim Anstoß von rechts nach links spielend. Da können wir uns richtig drauf freuen. Bisher ja jedes Spiel heute zu null ausgegangen. Also wer das erste Tor geschossen hat, der ging dann auch als Sieger vom Platz. Ich könnte mir vorstellen, dass heute oder bei diesem Spiel jede Mannschaft mal mindestens ein Tor schießt. Wie hast du das Spiel von Liverpool vorhin gesehen, das 1-0? Ja, das war ein sehr, sehr starker Auftritt von Liverpool, das erste Spiel. Vor allem ist mir da die Nummer 15 da ins Auge. Also aufgefallen, ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, Liam, glaube ich. Liam Miller. Ja, Liam Miller. Zwei, drei überragende Aktionen gehabt und ja, ich freue mich jetzt auf weitere gute Aktionen von Liverpool. Da wollen wir mal schauen. Freistoß erstmal für die Fohlenelf. Da muss Mustafic nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja, auch Borussia Mönchengladbach ja mit einem tollen Auftritt am Donnerstag 9:0 gegen die Gastgeber. Da merkte man schon einen Klassenunterschied, aber natürlich sind sie auch als Favorit angetreten vorgestern. Aber im Moment haben sie natürlich die beste Tordifferenz von allen. Benfica Lissabon vorhin zwar auch mit einem hohen Sieg gegen den BV, aber eben nur in Anführungszeichen 7:0. Deswegen also die Fohlen noch auf Platz 1 nach dem ersten Spiel. Ja, die ersten 2 Minuten sind gespielt. Nach vorne ging es sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite noch nicht wirklich. Wie ist das denn eigentlich im englischen Nachwuchsfußball? Sind da auch dieselben Teams, die führenden, die man halt dann auch aus der ersten Liga und der Champions League kennt? Ja, also wenn man jetzt ein bisschen den Nachwuchs verfolgt, dann sind natürlich die Mannschaften wie Manchester City, die habe ich jetzt einige Male gesehen im Nachwuchsbereich, die haben da natürlich überragende Spieler drin. Ja, und die ganzen Academies sind natürlich so aufgestellt, die von Arsenal, von Tottenham, von Liverpool, von Arsenal, die ganzen, die oben drin stehen, die ersten sechs, die sind natürlich auch, die auch um die Meisterschaft unter sich entscheiden.
Was läuft denn im englischen Nachwuchs besser als im deutschen? Gute Frage. Ich weiß nicht, ob da was Besseres läuft oder nicht. Ich denke, dass die Deutschen jetzt auch, wenn man jetzt die U21 sieht, dass die einige gute Nachwuchsspieler haben. Und in England ist natürlich das Problem, dass die Nachwuchsspieler es bedeutend schwieriger haben, da in die erste Elf zu kommen, weil da ja einiges natürlich eingekauft wird aus dem Ausland. Und deshalb denke ich, ist es in der Bundesliga vielleicht der erste Schritt etwas einfacher für Nachwuchsspieler. Ja, Liverpool auf jeden Fall schon mal mit dem Zug nach vorne, aber bisher der Abwehrriegel der Fohlen noch nicht zu knacken. Der war draußen, aber weiterspielen, sagt der Schiedsrichter. Ja, man merkt schon, dass da eine andere Qualität bei beiden ist. Im Moment ein Spiel auf Augenhöhe, was vielleicht noch nicht so den feinen Zuckerpass hervorgebracht hat, aber man merkt halt schon die Qualität beider Teams. Gott sei Dank hat es auch dann im Laufe des Vormittags, / Mittags aufgehört zu regnen. Der Platz, wir waren vorhin mal drauf, macht gar keinen so schlechten Eindruck, wie man vielleicht glauben möchte nach dem Dauernieseln der vergangenen Stunden. Also es ist gar nicht mal so glatt. Also von daher jetzt gute Spielbedingungen und Gott sei Dank auch wieder trocken. Ja, man merkt schon, dass es zwei sehr gute Mannschaften sind. Die schenken sich wirklich keinen Raum da im Mittelfeld. Da wird direkt draufgegangen. Also ist schon ein sehr enges Spiel. Schöner Pass auf Bojan. Bojan setzt sich da sogar durch. Und dann das erste Ausrufezeichen durch Mirza Mustafic. Nach knapp 5 gespielten Minuten. Also immerhin mal ein Torschuss. Aber so ist das halt, wenn zwei Teams auf Augenhöhe spielen, dann gibt es den Kampf um jeden Ball und dann gibt es natürlich auch relativ wenig Torszenen, weil sie sich dann auch ein Stück weit egalisieren im Mittelfeld. Masterson rüber zu Dickers, Wesley Dickers. Ja, man merkt auch, dass sie eine etwas andere Aufstellung haben als im ersten Spiel Liverpool. Fehlen ein paar Spieler, die vorhin aufgefallen sind. Ist das denn für so eine Gastmannschaft wie Liverpool dann eher eine willkommene Abwechslung, wo dann auch jeder mal spielen darf und man das so ein bisschen auch als Trainingslager sieht, oder ist da schon auch die Verbissenheit da, hier tatsächlich auch weit zu kommen? Ja, ich denke mal definitiv, dass sie weit kommen wollen, aber auch, dass sie jetzt Möglichkeit sehen, die Spieler, die vielleicht in der Meisterschaft oder auch Pokalspiele nicht so zum Einsatz gekommen sind, dass die hier mal getestet werden. Das sehe ich definitiv. 19 Jahre ist es her, 1998, da hat der FC Liverpool dieses Turnier gewonnen. Das bis dato erste und letzte Mal. Zweite Mal. 1996 haben sie es auch gewonnen. Genau, da war doch Michael Owen einmal Michael dabei. Michael Owen, genau. Und Steven Gerrard, glaube ich, beim zweiten Mal, beim zweiten Sieg. Ich habe selber auch mal hier mitgespielt. Für Fortuna Düsseldorf und habe auch 5 Tore gemacht, das weiß ich noch. Oh, wann war das? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist so lange her. 18. Ich bin jetzt 42, da war ich 18, da weiß ich jetzt gar nicht mehr. Muss ich zurückrechnen. 24, also 1783 müsste das dann gewesen sein. 83, 84. Der erste FC Kaiserslautern hat 83 gewonnen und 1984 die Türkei. Dann war das Lautern, glaube ich. Da hatten die damals war es noch Jugoslawien, einen jugoslawischen Nationalspieler gehabt. Der war überragend, aber der Name entfällt mir leider. Ja, und Alex Ristić. Du hast es ja gesagt, damals ja auch lange Cheftrainer der Fortuna, hat ja auch ziemlich viel Spieler aus Jugoslawien reingeholt in die Mannschaft. Ja. Also,
Zur Fortuna kann ich nur sagen, super Stadion, super Stadt, super Fans. Ja. Und das war's. Punkt. Dann Punkt. Ja, was würdest du sagen, war so der größte Fehler der Fortuna in den letzten 10 Jahren? Oh, nee. Da möchte ich mich leider nicht so äußern. Ich habe selber da gespielt und habe auch etliche Verhandlungen da auch geführt. Also da möchte ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen. Ich belasse es dabei, dass die super Fans haben, eine geile Stadt und auch ein tolles Stadion. Ja, knapp 8,5 Minuten sind gespielt. Torchancen. Mangelware. Ein Schüsschen, jetzt vielleicht, Gladbach, sehr schön, und der ist noch heiß, immer noch heiß, und der ist drin. Dann ist er drin, Schikowski, nachdem Maximilian Müller beim ersten Mal noch gescheitert ist. Dann macht Florian Schikowski besser, hat allerdings auch relativ freie Schussbahn, also 9. Spielminute. Die Führung für Borussia Mönchengladbach. Und die gucken wir uns hier nochmal an. Hier ist es noch Müller, der scheitert, aber dann gut reagiert, das Ding nochmal in die Mitte bringt. Und dann kommt auf der linken Seite Florian Schikowski. Humorlos. Die Führung. Ist Liverpool eher so eine Mannschaft, die erst dann richtig ins Spiel kommt, wenn sie führt? Oder haben sie Nehmerqualitäten, Steherqualitäten, die dann auch nach einem Rückstand nochmal kommen könnten? Ja, die sind natürlich für ihre legendären, ich sag mal, Aufholjagd bekannt. Einmal in Mailand hatten wir das Spiel, Champions League Finale. Ne? Und dann hat man nochmal das Spiel in Dortmund gegen Deportivo Alaves, wo die noch 4-3 zurückkamen und da UEFA oder, war es noch UEFA Cup? Weiß ich nicht mehr, oder Europe Cup oder Europa League oder wie das heißt, gewonnen haben. Also Aufholjagd ist schon was. Naja, und ich meine, 1-0 ist ja jetzt auch keine Mega-Führung, aber genau. Wie gesagt, bisher alle Spiele heute gingen zu 0 aus. Aber ich glaube nicht daran, dass das heute jetzt so ist. Ja, also wir haben ja heute im Laufe des Turniertages in den vergangenen 5 Spielen schon einiges gesehen. Wo die Passgenauigkeit jetzt nicht so weit her war. Aber hier sieht man schon, dass beides richtig gute Teams stehen, die auch taktisch gut stehen. Ja, ich denke mal, dass der Jürgen Klopp auch da ein bisschen rumgewühlt hat in der Jugend, in der Youth Academy, und ich denke mal, hat er seinen Stempel auch aufgesetzt, dass sie so ein ähnliches Fußballspiel, wie er das sich vorstellt, und das sieht man teilweise in den Ansätzen ja auch. Er ist ja nach wie vor ein Mega-Hype um ihn, oder? Ja, total. Also ja, der passt Faust aufs Auge nach Liverpool. Mit seinen Emotionen, wie der da an der Linie auf und ab geht, das passt schon zu Liverpool. Und Sie sehen es auf dem Schirm, die Sonne kommt raus. Jawohl. Kaum spielen diese beiden Top-Teams gegeneinander, kommt auch die Sonne zum Vorschein, wenn auch nur kurz. Kommt den Engländern entgegen, nur kurz. Ja, es müsste noch ein bisschen Nebel aufziehen. Ja. Bisschen Schnee, Regen, alles gut. Gleich 12 Minuten. Sind gespielt, also fast die Hälfte des ersten Durchgangs vorbei. Aber das sieht hier noch lange nicht so aus, als gäbe es hier irgendein dominantes Team. Auch wenn die Borussia mit 1-0 führt. Ja, die meisten Teams hatten auch heute so eine Spezialseite, die kam immer entweder immer über links oder immer über rechts oder weitestgehend. Das ist jetzt hier nicht so der Fall, bei beiden nicht. Ja, genau. Den Spieler, den ich ja außer Corner habe, als einen meiner Lieblingsspieler, der starke Spieler, die 15 über links spielt, anscheinend nicht. Und deshalb
hat sich auch das Spiel etwas verändert. War schon sehr linkslastig, das erste Spiel. So, wir schauen mal, wie ist die Liverpooler mit den Standardsituationen halten. Schön aus dem Rückraum. Oh, Nico Williams und Glanzparade. Lukas Betz im Tor der Gladbacher. Frühes Vorchecking der Engländer. Und das wird belohnt. Ja, da gibt es eigentlich wenig dran zu rückeln. Schikowski, der Torschütze, ist da etwas überhart eingestiegen. Ja, die sind gefährlich, die Freistöße. Die da geschossen wurden. Curtis Jones hat da den Ball gefährlich in den Strafraum geschossen. Auch das haben wir heute schon ganz anders gesehen. Nach wie vor ein sehr enges Spiel, wie man sieht. Kaum Räume. Ja, also da werden beide früh attackiert, ne? Ja, früh attackiert und haben wenig Chancen zur Entfaltung. Jetzt vielleicht mal. Ja, er macht's alleine ja. Und dann trudelt er rein. Omobolaji. Adekanye. Zum Ausgleich. Na bitte, das erste Spiel heute, wo beide Teams treffen. So. Na, da bin ich ja beruhigt, dass auch Olli Bendt das nicht so ganz flüssig von den Lippen geht. Schönes Tor. Ja, war jetzt, ich glaube, ist ziemlich gerecht, das 1-1. Ja. Echt ein gutes, intensives Spiel. Was für Trainer. Ich glaube, ein Trainerspiel, sozusagen. Ja, die wirken beide relativ ruhig. Ja. Neil Critchley und Thomas Flatt können aber auch beide ganz zufrieden sein mit dem Auftreten ihrer Jungs. Definitiv. Schöner Pass. Ja, eine gute Nachricht aus Liverpool ist natürlich, dass der Steven Gerrard jetzt auch in der Academy mit tätig ist und eventuell nächstes Jahr auch eine, ich glaube, die Truppe eventuell auch übernimmt. Das ist schon mal eine super Nachricht als Liverpool-Fan. Hoffentlich ist er genauso erfolgreich als Trainer wie auch als Spieler. Das wäre natürlich überragend für den Verein. Ja, eine Legende des britischen Fußballs. Definitiv. Schön. Schöner öffnender Pass auf den Torschützen. Ja, es sieht auch sehr überlegt aus, was da auf beiden Seiten passiert. Das ist nicht einfach nur wild nach vorne gedroschen. Das ist mit Sinn und Verstand gespielt, wenn auch nicht alles klappt. Das sieht schon sehr nach Fußball aus, das stimmt. Ja. Ist denn eigentlich bei so einer Nachwuchsmannschaft wie FC Liverpool
die größere Gefahr, dass ein Konkurrent der Premier League dann die Spieler abfischt oder tatsächlich dann das Ausland ruft? Ja, ich denke mal, in erster Linie ist das so, dass wenn die mal durchkommen, dass wenn die einen Lizenzspielervertrag bekommen, dass die auch erstmal ausgeliehen werden. Weil, wie ich vorhin schon erwähnt habe, da in die erste Elf zu kommen, man muss noch ein paar Spieler da aufzählen, so ein Firmino, Coutinho, ein Lallana, da reinzukommen, ist schon extrem schwierig. Deshalb werden die direkt ausgeliehen, wenn die auch einen Lizenzvertrag bekommen. Oder wenn natürlich durch andere Vereine aufgeschnappt, wenn die wirklich so überragend sind. So, jetzt nehmen auch die Trainer so langsam Fahrt auf. 18,5 Minuten gespielt im ersten Durchgang. Wirklich ein sehr gutes Spiel. Ja, und ein bis dato auch gerechtes Unentschieden. Ja. Und da kommt die Sonne wieder raus. Das sind die in Liverpool natürlich gewohnt, unter Sonne zu spielen. Ja. Das mediterrane Klima in Liverpool ist ja legendär. Haben die Beatles ja drüber gesungen immer. Ja, ja. Aber da ging es ja wahrscheinlich mehr um die Liverpool Street. Genau. Ja. Aber wirklich eine sehr schöne Stadt geworden. Die waren ja Europa-Kulturstadt vor einigen Jahren und da hat sich einiges getan in den Docklands und auch in der Umgebung ist sehr viel gebaut und restauriert worden. Also wirklich eine schöne Stadt. Also, wer dann mal Urlaub auf der Insel machen möchte, es gibt auch durchaus was anderes außer London zu sehen. Definitiv, der Norden wird immer schöner. Manchester, Liverpool kann man sich definitiv angucken und auch einen Fußballspieler mitnehmen. Ob es Everton, Liverpool oder Man City oder Man United ist, ne? Kann man ja alles schön verbinden. Absolut. Ah, schöner Pass. Aber ja, bleibt noch dran. Immer noch der Torschütze. V-Spiel. Schöner Kopfball, aber auch gut gehalten. Gute Reaktion auf beiden Seiten. Also ich würde mal sagen, dieses Spiel gefällt mir heute bislang am besten. Ja, stimme ich zu. Ein wirklich überlegtes Spiel, Aufbau sehr stark, kaum Fehlpässe, Pressing, also schon alles dabei. Bojan mit der Flanke in die Mitte. Oh, oh, oh. Ja. Oh, warum nicht? Ja, da hat er fast keine andere Chance mehr gehabt, außer einen Fallrückzieher oder so einen Seitfallzieher zu probieren. Schon alles dabei. Und da kommt er nochmal. Jean mit der Flanke. Flanke in die Mitte. Mit dem Rücken zum Tor und zieht dann mal ab. Schön gemacht. Gladbach drängt jetzt ein bisschen. Schön behauptet. Ja, das ist so ein Spiel, wo du wahrscheinlich wenig auf die Fehler des Gegners hoffen kannst. Ja, richtig. Weil man merkt, dass die beide Mannschaften schon sehr gut ausgebildet sind. Super Pass. Wobei auch hier wieder Liverpool im Schnitt deutlich jünger. Haben 4 Spieler im Kader, die Jahrgang 2001 sind. Wow, okay.
Gladbach keinen. Und auch einige 2000er, wie ich sehe. Ja. Ich habe da noch mal reingeschaut in der Nachwuchsabteilung hier in der Academy. Die haben ja über 30 Mitarbeiter. Ich weiß nicht, was so eine Academy hier in Deutschland hat, aber das fand ich schon extrem viel. Das beeindruckend, ja. Ob es über den Mentalcoach geht oder so Ernährungsspezialisten, alles dabei. Also selbst schon in dieser Altersklasse, gut, ja. Das ist natürlich jetzt auch der Sprung dann ins Profigeschäft. Richtig, genau. Aber trotzdem, das musst du als Verein ja erstmal bezahlen können und bezahlen richtig. Wollen. Ja. Wenn man da 2-3 Spieler alle paar Jahre mal oder 2-3 Stars alle paar Jahre mal rauskommen, dann hat sich das schon der ganze Aufwand gelohnt. Ne? Und dann auch bleibt. Genau. Genau, richtig. Oder auch für viel Geld verkauft wird. Ja. So, die letzte Spielminute in der ersten Halbzeit läuft. Nochmal ein Schussversuch von den Gladbachern. Danda, Jan Danda gibt die Scheibe, den Ball nochmal in die Mitte. Ja, viel Grund zum Nachspielen gibt es eigentlich nicht. Wenn das der Schiedsrichter auch so sieht, dann wäre das jetzt wahrscheinlich der letzte Angriff. In der ersten Halbzeit, das war aber nur ein Freistoßpfiff. Aber jetzt ist der erste Durchgang rum. Ein ansehnliches Spiel, ein gutes Spiel, ein Spiel, das mit Recht unentschieden steht. Beide Mannschaften schon ein Tor geschossen. Da kann man sich wirklich auf die zweite Hälfte freuen. Da kommt noch einiges, hoffe ich, so weitergeht. Das hoffen wir auch. Wir geben kurz in die Werbung und sind gleich pünktlich zur zweiten Halbzeit wieder da. When 700 table tennis players from around the world gather in Germany. When 350 volunteers live their passion. When 200 umpires and officials run the show perfectly. When 55,000 spectators raise the roof. Where fans are family. Where athletes feel at home. When the tension reaches its peak and everything revolves around a single ball, then it's time for the biggest competition in table tennis. The Leap Air 2017 World Table Tennis Championships in Düsseldorf. Be part of it. Eins zu eins steht es nach 25 Minuten zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Liverpool. Das beste Spiel bisher des heutigen Tages. Und da freuen wir uns gemeinsam und wir. Das ist neben mir James Scott, der heute als großer Liverpool-Fan und Fußballexperte dabei ist. Ja, war eine sehr ansehnliche erste Halbzeit. Ich hoffe gleich, dass die auch mal ein bisschen durchwechseln.
damit ich wie immer, wie eben erwähnt, meinen Lieblingsspieler noch sehe. Ja, und wir hoffen natürlich auf Tore, aber ich denke, die kommen. Also sobald die 15 richtig in Rot aufs Feld kommt, geht einem hier das Herz auf. Aber ist das jetzt dann eher sowas für einen Trainer, wo du sagst, ich muss jetzt ein bisschen taktisch denken und Hauptsache das Spiel gewinnen? Oder guckt man auch drauf zu sagen, naja, also ich will natürlich auch, dass jeder mal auf dem Feld stand? Nee, ich denke mal hier, das Spiel geht wirklich um Ergebnis. Die wollen es beide gewinnen. Man hat ja gesehen, was das für ein enges Spiel war, wie eng es im Mittelfeld zuging, wie schnell die Leute da drauf gegangen sind, wie ballsicher die sind. Und da wollen die natürlich auch gewinnen, beide. Und da werden die alles dran setzen. Florian Schikowski mit der 1:0-Führung für die Fohlen und der Ausgleich dann durch Omobolaji Adekanje. Beides natürlich in der ersten Halbzeit. Und während die Gladbacher schon wieder zurück auf dem Feld sind, gibt es bei Liverpool noch Gesprächsbedarf. Neil Critchley, der Coach, legt da noch die taktische Marschroute für den zweiten Durchgang fest. Na, da freuen wir uns jetzt wirklich auf die zweite Halbzeit. Ja, ich denke nicht, dass er viel ändern möchte. Vielleicht in der Aktion nach vorne ein bisschen zielstrebiger, aber ansonsten spielen die schon sehr stark in Liverpool. Und die Gladbacher natürlich auch. Darf ja nicht parteiisch werden hier. Ja, doch, du darfst das. Ich darf das. Na gut. So, zumindest die 10 ist neu dabei. George Johnston, der 18-Jährige. Und los geht's, zweite Halbzeit. Gladbach gegen Liverpool. Ja, Fortuna ja noch nicht so richtig gut ins Spiel gekommen, auch der BV 04. Also beide Düsseldorfer Teams. War aber auch nicht unbedingt zu erwarten, oder? Nein, ich denke, man sieht ja, was da schon für ein Riesenunterschied ist. Liverpool und jetzt auch Red Bull Salzburg und auch Mainz, Gladbach, die haben natürlich ganz andere Mittel. Und das spiegelt sich natürlich auf dem Platz wieder. Aber hat das auch ein bisschen damit zu tun, wo die erste Mannschaft jeweils spielt, also bei Fortuna jetzt, zweite Liga? Ja, ich denke schon, ja. Obwohl, ne, um mit Fortuna nicht zu nahe zu treten, was ich eben schon versucht habe zu vermeiden, kann man auch deutlich mehr in die Nachwuchsarbeit investieren. Und wie ich eben schon erwähnt hatte, das wird irgendwann wieder bezahlt. Ne? Man muss nur Geduld haben und ja gut, man muss natürlich auch die finanziellen Mittel haben, aber normalerweise wird einem das wieder bezahlt, wenn man da investiert. Und die nötige Geduld hat. Richtig. Die Frage ist dann ja immer, wenn man mal ein paar Taler übrig hat, investiert man die in neuen Spieler für die erste Mannschaft oder in den Nachwuchs? Ja, das ist nicht einfach, stimmt. Da muss ich zugeben. Aber dass jetzt Fortuna allzu viel in die erste Mannschaft investiert hätte, kann man jetzt auch nicht sagen. Ja, wie gesagt, ich halte mich da vorsichtig zurück. Oh, das könnte nochmal gefährlich werden. Luis. Ja, schön. Ja, das war aber ganz sauber. Klasse gespielt. Schöner Pass von Luis. Oh. George Johnston. Der Schiedsrichter hat, glaube ich, hat da zwar reingeköpft, aber der junge Mann, der gerade erst frisch zur zweiten Hälfte gekommen ist, aber es zählt nicht. Aber wir schauen es uns nochmal an. Luis flankt da in Richtung Pfosten und da steht Johnston. Oh ja, da
springt der allerdings selber gegen den Pfosten, würde ich sagen. Also das sehe ich als englische Härte, also das sehe ich überhaupt nicht als Foul. Aber also ich habe aber auch nicht den Eindruck, dass er ihn gegen den Pfosten gedrängt hätte, sondern er wollte den Kopfball spielen und das hat er auch getan. Ja. Aber sei es drum, Tor zählt jedenfalls nicht, es bleibt beim 1:1. Beide Teams suchen jetzt in diesem zweiten Durchgang so ein bisschen nach ihrem Rhythmus. Ja. Siehst du irgendwelche Auswirkungen des Brexits auch auf den englischen Fußball? Ja. Das ist natürlich jetzt ein schwieriges Thema für mich, weil ich mache ja, wie gesagt, ich bin ja im Konsulat für die Wirtschaftsförderung zuständig. Und das ist natürlich ein heikles Thema, wenn es um Investitionen in Großbritannien geht oder auch den Export nach Deutschland. Ich sehe das mal so, es wird immer weitergehen und die Premier League hat genug Geld. Und ich denke mal, dass das wird genauso vorangehen wie vorher. Da werden irgendwelche Sondervereinbarungen getroffen. Es sind auch viele Fernsehgelder involviert, viele Sponsoren und da wird man sich schon irgendwie einigen. Und es dauert ja auch noch. Richtig. Wahrscheinlich 2 Jahre mindestens. Ja, mindestens, genau. Schön gedacht, aber natürlich auch ein bisschen offensichtlich. 5,5 Minuten gespielt in Durchgang 2. Gut behauptet. Super. Und die Roten. Nico Williams. Aber kein Problem für Sven Holtmanns. Im Tor der Gladbacher. Ja, für Liverpool und für den Jürgen Klopp wird es natürlich auch ganz wichtig sein, dieses Jahr, dass die unter den ersten 4 kommen, damit die in die Champions League reinkommen. Weil, obwohl es erst ein erstes richtiges Jahr ist, wird natürlich was erwartet von Jürgen Klopp. Und das muss er mindestens erfüllen. Und das ist Champions League Qualifikation. Genau. Naja, aber es sieht ja nicht ganz schlecht aus. Das sieht okay aus, aber es wird noch sehr eng da oben. Mit Manchester United, Arsenal, Tottenham, Man City. Chelsea ist mehr oder weniger durch, würde ich sagen. Ja, da ist es ja schon deutlich spannender als in der deutschen Bundesliga. Ja, das stimmt. Wenn man sich ja eher fragt, am wievielten Spieltag Bayern als Meister feststeht. Ja. Aber wie kann das sein, dass in einem Land wie Deutschland ein Team, nämlich die Bayern, so wegziehen können? Ja, gute Frage. Warum ist das in England anders? Also ich meine, Geld ist ja in beiden Ligen offensichtlich da. Ja, aber ich denke mal, so viel Geld wie bei Bayern oder ich denke mal Red Bull Salzburg, vielleicht können wir noch mit dazu zählen, eventuell Dortmund.
Aber da hört es, glaube ich, schon auf mit den finanziellen Mitteln. Und auch hier die TV-Gelder in England, die sind einfach nur astronomisch, was die da hinblättern. Ich glaube, der Letzte in der Premier League bekommt mehr als Bayern. Das ist schon sensationell, was für Gelder da fließen. Da haben die ganz andere Möglichkeiten. Aber ist verwunderlich, Amerika, das Land, was ja eigentlich mit Fußball nicht allzu viel zu tun hat, läuft inzwischen in vielen Pubs. Die sind ja in Amerika bekannt dafür, dass da 87 Bildschirme mit Sportübertragungen laufen. Aber das ist eben nicht nur Baseball, Football, Basketball und Eishockey, sondern inzwischen auch viel Fußball. Und da sieht man häufig dann sogar deutschen Fußball in diesen Tagen. Ja, also ich gucke sehr häufig englisches Fernsehen. Und die zeigen montags abends Zusammenschnitte von Bundesliga. Also ist auch in England auch sehr beliebt, sehr bekannt, und die wissen auch, dass die Bundesliga die meisten Zuschauer im Durchschnitt hat in Europa. Mehr als Premier League. Ne? Ja gut, jetzt ist es natürlich im deutschen Fernsehen so, bevor sie dann irgendeine andere Sportart außer Fußball zeigen würden, zeigen sie lieber die 7. Liga-Testspiel in Usbekistan. Ja, das ist schon sehr fußballdominiert, das stimmt schon. Ja, aber das ist schon traurig, dass die Zuschauer, ja, ich sag mal, nicht wegbrechen, aber es teilweise ja noch unbezahlbar ist, irgendeinen Londoner Club zu sehen. Obwohl ja Arsenal jetzt ein bisschen entgegengekommen ist mit den Preisen, sind die runtergegangen, um die Zuschauer wieder in den Stadion zu locken. Aber wenn man nach Chelsea oder Tottenham geht, da sind die Preise schon sehr stolz. Das heißt im Pfund? Also das letzte Mal, wo ich jetzt zu Arsenal wollte, eine normale Karte, 60 Pfund. Wow! Schon, ja, genau, richtig. Ja, da sind wir schon bei fast 70 Euro. Oder circa. So. Wechsel bei Gladbach. Jorki Ndombaxi. Neu dabei. Ja, also die richtig dicken Torszenen haben wir jetzt in der zweiten Halbzeit noch nicht gesehen. Das eine Tor von Liverpool, was nicht gegeben wurde. Schöner Kopfball von George Johnston. Ja, ist wieder ein sehr enges Spiel. Sehr viel Taktik. Und nicht so ansehnlich wie die erste Halbzeit. 10 Minuten sind jetzt gespielt in Halbzeit 2. Also eine Viertelstunde noch die Zeit für beide Teams, hier zum Sieg zu kommen. Oh. Da war mal einer der wenigen Fehler auf beiden Seiten. Ah, zu ungenau das Abspiel auf Mirza Mustafic. Gibt es doch mal etwas, was wir in der ersten Halbzeit fast nicht gesehen haben, nämlich einen ungenauen Pass oder einen Fehler im Zuspiel. Aber jetzt erst nochmal Liverpool. Ja, macht's alleine, setzt sich da schön durch. Dann wird er letztlich doch gestoppt. Dennis Abrosimov. Aber immerhin eine Ecke rausgeholt. Nochmal den Zehner wieder. Ja, warum nicht? Rafael Soares Camacho mit dem Schussversuch, abgefälscht, also wieder Ecke, aber der Schiedsrichter hat da noch Redebedarf.
sieht auch so aus, als wird der Liverpool-Coach nicht mehr wechseln wollen. Alle Spieler sitzen wieder auf der Bank, wobei die Gladbacher sich da noch warm laufen. Ja, jetzt wurde es ihm dann doch zu bunt. Ist die englische Liga härter als die deutsche? Vom Körperspiel her? Ja, ich denke schon. Ja, ich denke schon. Und wenn man auch deutsche Spieler fragt, die ja eher auch in der Premier League gespielt haben oder vor kurzem noch da gespielt haben, dann würden die, glaube ich, definitiv zusagen, dass es da härter zugeht. Ist das dann ein Problem für die englische Nationalmannschaft, dass die dann eben bei internationalen Turnieren noch öfter mal zurückgepfiffen werden? Ja, ich denke mal, das war früher mal ein Problem. Ich denke mal, die Spieler spielen jetzt in internationalen hier Champions League oder wie auch immer in Europa, und die haben sich da schon dran gewöhnt. Ich glaube, das größte Problem ist die Anzahl der ausländischen Spieler in der Premier League, dass die englischen Nachwuchsspieler auch nicht so richtig zum Zug kommen. Ich denke, das ist ein größeres Problem. Ah, da kommt er ja. Hier, die Nummer 15. Jetzt geht hier für James Scott die Sonne auf. Liam, ja. Steht für die Auswechslung bereit, muss aber erst noch mal warten. So, jetzt kommt die Auswechslung. Wechsel beim FC Liverpool. Es kommt rein die Nummer 15, Liam Miller. Und raus kam jetzt die Nummer 3, Camacho hat das Feld verlassen. Schöner Pass. Ja, aber jetzt beißt er sich fest. Der Torschütze zum 1:1. Aber die Liverpooler Defensive auch ruckzuck wieder hinten sortiert. Also das Umschaltspiel von Offensive in Defensive klappt schon sehr gut. Und auf der linken Seite winkt Mustafić, fordert den Ball. Stand da relativ aussichtsreich, aber... Ja, die stehen beide hinten sehr gut. Ja. Achteinhalb Minuten noch im zweiten Durchgang. Beide Teams wissen natürlich um die Klasse ihres Gegners. Jetzt habe ich noch erwähnt, dass Liverpool nicht mehr wechseln wollen. Jetzt stehen schon zwei zu Wechsel bereit. So kann man sich täuschen. Ja, also bisher haben eigentlich alle Teams ihr Wechselkontingent, wenn nicht ausgeschöpft, dann nahezu ausgeschöpft. Ja, macht ja auch Sinn bei so einem Turnier, das hätte mich auch gewundert. Jan Danda. Und Okera Simmons sind die beiden. Die zwar nicht jetzt, aber in der nächsten Unterbrechung dann für Liverpool aufs Feld kommen werden. Ja.
Da liegt ein Liverpooler Spieler im Strafraum und neben ihm ein Gladbacher. Die sind da offensichtlich zusammengerauscht mit ihren Köpfen. Oh, da haben sich beide wehgetan. Ja. Ja, also kurze Unterbrechung, gibt beiden Teams die Möglichkeit, da nochmal einen Schluck aus der Pulle zu nehmen. Der Linienrichter zeigt auch dem Hauptschiedsrichter gerade an. Bei der Gelegenheit können wir dann auch gleich wechseln. Wechsel bei Borussia Mönchengladbach. Und bei Gladbach kommt jetzt zunächst mal Sabani aufs Feld. Sechseinhalb Minuten noch, aber das wird sicherlich einen Aufschlag geben, weil es ja jetzt doch eine etwas längere Verletzungsunterbrechung gibt. Ja, ist lustig. Die beiden Liverpooler Spieler, die ich da gerade genannt habe, die stehen immer noch an der Seitenlinie und wollen eingewechselt werden. Und tatsächlich wechselt dann Gladbach. Vielleicht wartet er noch, ob der Zehner weiterspielen kann oder nicht. Und entscheidet George dann. Johnston. Der Kollege, der vorhin mit seinem ja an für sich schönen Kopfballtor nicht zum Zuge kam, weil abgepfiffen wurde. Und auch Wechsel bei FC Liverpool. So. Nummer 17, also zumindest schon mal der erste. Okera Simmons kommt jetzt aufs Spielfeld. Danda muss noch warten. Wahrscheinlich auch, weil jetzt Johnston erstmal rausgegangen ist, um zu gucken, wird er weitermachen können oder nicht. Aber jetzt kommt er wieder rein, Johnston. Oh, gut. Oh ja. Riskant. Oh. Wenig Zeit für jeden einzelnen Spieler, das war jetzt ein Foul, aber wenig Zeit, den Ball anzunehmen und geordnet wieder abzuspielen. So, jetzt kommt dann auch Danda ins Spiel und auch bei Gladbach gibt es nochmal einen Wechsel an Talik jetzt auf dem Feld. Ja, also nur noch knapp über 4 Minuten zu spielen eigentlich, aber ich denke mal mindestens 2 Minütchen wird es dann noch drauf geben aufgrund der Verletzungsunterbrechung. Ja, nicht mehr so flüssig wie in der ersten Halbzeit, ne? Da sieht man schon. Nee. Nee, da sieht man schon einige Stockfehler und es geht im Mittelfeld sehr, sehr eng zu, sehr früh drauf. Ja, also der erste Durchgang definitiv besser. Ja. Weiß nicht, findet man sich dann irgendwo auch ein Stück weit mit dem Unentschieden ab und denkt sich, komm. Ja, ich denke mal, viel Risiko wollen die jetzt nicht gehen. Ja. Sieht zumindest nicht so aus. Aber Liverpool in den letzten 2-3 Minuten wieder mit einem kleinen, zumindest optischen Übergewicht. Ja. Und da holen sie sich den Ball schon wieder. Ja, das sind natürlich dann Fehler, aber kein Foul gepfiffen. Weiter geht's. Ja, aber die Gladbacher geben dann auch den Ball zu leichtfertig wieder her. Werden natürlich auch durch das frühe Vorchecking der Liverpooler ein bisschen dazu gedrängt, aber da hat Stritzel gut aufgepasst. Ja, die pressen da wirklich sehr, sehr früh. Das sieht schon nach Klopp aus. Da ist kein einziger Spieler gerade
in der eigenen Hälfte gewesen von Liverpool und das, ja, obwohl Gladbach Ballbesitz hatte. Na, ja, das war dann doch ein bisschen sehr weit vom Ort des Geschehens entfernt. So, 2 Minuten noch offiziell plus Nachspielzeit. Ich, ja, glaub, und das war jetzt ohne Not. Ja, ich glaube, man merkt auch, dass Liverpool vielleicht jetzt doch den Sieg haben will. Die merken, dass da eine Chance da ist. Ja, spielt Gladbach jetzt zu passiv oder werden sie durch die Liverpooler Spielart einfach zu mehr Fehlern gezwungen? Ja, nach den Einwechslungen kommt mir das so vor, als hätten die Liverpool jetzt eine klare Überhand, frische Spieler drin und da kommen die Gladbacher bis jetzt noch nicht so richtig mit klar. Oh, ja. Ja, das hat er selber gemerkt. Ja. Schikowski, der einzige Torschütze auf Gladbacher Seite immerhin. Bisher. Ja, und die letzte Spielminute läuft. Ein Unentschieden hatten wir bisher noch nicht. Aber dass beide Mannschaften ein Tor schießen, hatten wir ja auch noch nicht. Also das so, also nochmal Gladbach vielleicht von rechts. Ecke wird es nochmal geben. Gleich übrigens das Spiel Red Bull Salzburg gegen die japanische Hochschulauswahl. Das wird bestimmt ein interessantes Spiel. So, die offizielle Spielzeit ist abgelaufen, aber wie ja schon gedacht und prognostiziert aufgrund der Verletzungspause, werden da sicherlich noch 1-2 Minütchen nachgespielt. Das ist richtig, Red Bull hat das Turnier jetzt die letzten 3 Jahre hintereinander gewonnen. Ist genau. Ja, ja, ja. Und mit einer sehr jungen Mannschaft auch letztes Jahr. Ja, ja. Ja, warum nicht? Sabani war das. Oh, komm jetzt. So, jetzt, wenn es schnell geht, 3 auf 2 Situation. Mein Lieblingsspieler. Oh. Ja. Ja, Liam Miller eingewechselt. Aber fair vom Ball getrennt, aber immerhin noch mal eine Ecke rausgeholt. Gut durchgespielt, schade. Ja. So, das war's. 1-1. Ja, also ich sag mal, hätte jetzt Liverpool im Verlauf noch das 2-1 geschossen, hätte sich Gladbach wahrscheinlich gar nicht mal beschweren können. Ja, denke ich auch. Das war, das war im Endeffekt, war das okay, aber Gladbach hätte sich nicht beschweren können über ein 2-1 von Liverpool, das stimmt schon. Aber wir haben hier 2 Spitzenteams gesehen, beide sicherlich Kandidaten für den Turniersieg. Das sehe ich genauso. Aber auch jetzt kommen nochmal 2 Kandidaten mit Salzburg und der japanischen Auswahl. Also es bleibt spannend. Wir sagen vielen Dank an James Scott. Hat Spaß gemacht. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und ja, noch ein schönes Turnier. Und hoffentlich ein bisschen besseres Wetter morgen. Ja, und danke. Und übermorgen, genau. Ja, genau. Ja, dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. So, und während sich die Mannschaften jetzt hier abklatschen, geht es dann in wenigen Minuten auch hier weiter. Also in 1-2 Minütchen wird es dann sicherlich soweit sein. Und wir
überbrücken mal die Zeit mit einem Interview, was wir für Sportschau TV gemacht haben, mit dem neuen Trainer der Düsseldorfer EG im Eishockey. Mike Pellegrims wird Christoph Kreuzer ja zur neuen Saison ablösen. Und wir